Thank you.
Einen wunderschönen guten Morgen. Grüß euch, da bin ich wieder. Ich muss ganz kurz noch aufstehen. Ich habe vergessen, das Fenster zuzumachen, aber es ist halt so herrlich. Es herbstelt so richtig. Kühl am Morgen, aber warm dann am Nachmittag. Das Licht ist traumhaft. Aber bevor dann die Geräuschkulisse da draußen losgeht, springe ich jetzt kurz auf, mache das Fenster zu. Sekunde, bin sofort wieder da. Einmal zu. Noch ist es ja sanftes Vogelgezwitscher da draußen, aber bei dem schönen Wetter kommen sicher dann nachher die Kleinen wieder raus und dann haben wir da Halligalli. Aber jetzt. Grüß euch! Wir werden heute den Golbit natürlich weitermachen. Was sonst? Ich habe gestern noch fleißig ein bisschen Wolle zusammengemixt. Werde aber heute noch fleißig Wolle zusammenmixen müssen von der Farbe her. Denn heute werden wir uns dem Körper widmen und den Armen vor allem. Die Arme fehlen uns ja noch, die Beinchen haben wir ja fertig. Oder fast fertig. Da fehlen jetzt noch ein paar kleine Kanten, die ich noch setzen möchte. Und wo ich gespannt bin, ob ich das so hinkriege, weil das ist dann wirklich an den Kanten direkt so eine kleine farbliche, ja, ein kleiner farblicher Highlight. Das könnte ein wenig aufwendig werden, aber ich probiere es aus, dann sehen wir es eh. Gut. Genug gebrabbelt. Mitten rein ins Geschehen. So, hier haben wir unsere Füßchen. Ich finde die ja schon mal super. Brille habe ich eh, so passt. Golbit war gefertigt, brauche ich nicht mehr weiter erklären. Da hat sich nicht viel getan gestern. Da war wirklich die Beine-Fraktion dran. Und da will ich eigentlich nur noch solche dunklen Akzente hier hinten an den Außenrändern anbringen. Das wird ein bisschen gefummelt und gefitzelt, aber wir werden uns dieser Herausforderung stellen, wie immer. Wer es nicht ausprobiert, weiß nicht, ob es funktioniert hat. Gutti, ich habe hoffentlich wirklich alles, was ich brauche. Ja, ich bin zuversichtlich. Ich habe ja noch hier auch die Mischung. Nochmal danke an Julie für den Tipp, ein bisschen Grau hineinzumixen. Das ist das Material, aus dem dann die Striche sind. Das war ein bisschen Smaragd, ein bisschen dunkles Blau und dieses helle Grau noch reingemixt. Dann war die Farbmischung perfekt. Also alles hier. Ja, hier. Ich habe noch gekämmt, wie wahnsinnig. Also von dem Hellen haben wir jetzt einiges, da können wir uns fröhlich dann austoben auf dem Golbit. Aber zunächst mal Brille auf. Ich sehe was. Okay. Dann unser dunkles Material hier. Da werden wir nur ganz kleine Stückchen brauchen. Also zupfe ich mir da ganz wenig runter. Das sind wirklich nur so ein paar Fasern. Zwirbel die hier zusammen. Und freue mich schon, wenn auch die ganzen anderen Farben dann noch zum Einsatz kommen. Aber vorläufig bleibt es noch in diesem bläulich-grünlichen Bereich. Aber es wird schon. Wir gehen da noch rüber auch. Apropos gehen, ich gehe da jetzt mal näher. Gehen wir noch näher. So, da. Weil das wird jetzt wirklich Kleinstarbeit. Lass hier noch runter. Das wird jetzt wirklich Kleinstarbeit hier hinten. Ich zeige euch mal wieder, falls jemand noch nicht mitgekriegt hat, was oder wer Golbit ist. Golbit ist ein Pokémon und schaut so aus. Unsere Füßchen haben wir, haben den Bereich, also Kopf, Körper, schon mal vorbereitet. Von der Form her
Und ich möchte jetzt, wo sieht man es schön hinten? Hier. Das sind die Füße hinten. Da ist so eine kleine Platte eben dran. Und da außen, an dieser Außenkante, möchte ich jetzt noch so dunkle Strichel anbringen. Die dürften aber, wenn ich jetzt genauer schaue, eh auch nicht direkt an der Kante sein. Da sieht man es gut. Na dann ist ja gar nicht so wild. Dachte schon, es wäre wirklich eine Herausforderung, aber so ist ja gar nicht mal so wild. Also, dann kann ich es ja dazwischen anlegen und muss es nicht hier hinten auf der Kante drauf filzen, mit der Gefahr, dass ich mir die Kante dann wieder abstumpfe, sondern ich setze es einfach dahinter an. Das ist mir jetzt doch ein bisschen zu schmal, das Stückchen Wolle. Lege ich einfach zusammen und verzwirbel es nochmal. Und dann legen wir es hier mal an. Muss nur schauen, welcher Fuß ist das überhaupt? Das ist der... Moment, wo ist vorne, wo ist hinten? Das ist der... Der gehört auf die Seite, der gehört auf die Seite. Das heißt, umgekehrt von hinten so und so. Das heißt... So und so. Gut. Also, dann fange ich mal mit dem an. Muss immer aufpassen, dass ich da nicht durcheinander komme. Sie sehen sich zwar ähnlich, aber sie haben natürlich Unterschiede. So. Damit ich nicht wieder durcheinander komme. Dieser hier hat vorne einen Knick hier. Und dieser hier hat hinten einen Knick hier. Guten Morgen, rote Orchidee. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Ich freue mich immer so, wenn du kommst. Grüß dich. Wie geht's dir? So, und den wollte ich ja anfangen. Den hier außen. Da möchte ich einen Strich von unten nach oben ziehen. Na, sehr gut. Immer dranbleiben, ne? So, da. Also hier einen schönen Strich von unten nach oben. Ich drehe es lieber mal so. Da komme ich dann besser ran, vermute ich. So, da. Waschen, bügeln. Mhm. Bei mir ist heute am Nachmittag wieder Waschtag angesagt. Deshalb werde ich heute am Nachmittag dann... Ich werde schauen, dass ich heute Vormittag mal wieder richtig schön lang mache, je nachdem, wie es läuft. Und am Nachmittag werde ich mich dann wahrscheinlich meiner Wäsche widmen. Gehört ja auch mal gemacht. So, da. Also hier anlegen. In der Früh geht es ja noch mit Bügeln, ne? Da ist ja noch nicht so warm. Muss man ausnutzen, gell? So, da. Also, hier vorsichtig. Einfach mal zart reinfilzen, damit wir die Position hier festlegen, wo wir es gerne hätten. Wie drehe ich dich denn? Ich drehe dich so. Aufpassen beim Festhalten. Genau, aber erstmal waschen. Es kommt nicht so gut, wenn man mit den Bügeln anfängt und dann es in die Waschmaschine schmeißt. Das ist irgendwie... Da hast du recht. Alles schön da reiner. Erst waschen, dann bügeln. So, dann ziehe ich hier mal mein Stricherl in die Höhe. Und
Der ausgefranste Teil hier oben möchte noch nicht so recht, wie ich will. Zur Not schneide ich es dann weg. Wenn er sich nicht reinfilzen lässt, schneide ich ihn beinhart weg. Aber da hinten, das passt schon mal. Nicht unbedingt. Ja, es könnte sein, dass man es dann nach dem Waschen nochmal bügeln muss, ne? So, da. Schön fest dann reinfilzen, aber wieder nicht zu tief. Nicht, dass es mir verschwindet. Den Strich wollen wir ja behalten. Den wollen wir ja sehen. So, wenn ich drüber fahre, darf sich da nichts mehr lösen. Und was noch wegsteht, schneiden wir ab. Dann werde ich dieses kleine Stückchen hier für oben verwenden und dann noch drüber ziehen, also von hier verlängern und oben die Kante. Wirklich ganz wenig Wolle. Und immer schön verzwirbeln. Dann liegen die Fasern schon übereinander und ich kann sie besser mit der Nadel erfassen und hineinfilzen. So. Das ist halt wirklich gefutzelt, weil das ist jetzt wirklich so eine ganz kleine Geschichte hier. Und was drüber steht, schneide ich wieder weg. So. Und dann gleich mal wieder was trinken. Prost. Dann lasse ich da oben, das lasse ich frei, aber den unteren Teil vom Knick, da werde ich was ansetzen. Sehe ich da überhaupt? Da sehe ich nicht viel. Dann mache ich es einfach nach Gefühl und ich werde einfach, ja, hier oben, hier rüber was ansetzen und da ein bisschen was. Nicht bis ganz runter, sondern einfach so mittig. Dass diese Linie immer ein bisschen unterbrochen ist. Also wieder eher wenig.
Weil das hier ist natürlich jetzt nicht lang, das ist nur dieses kleine Stückchen hier. Hier bis vor zum Knick. Ist jetzt, na, ich ziehe es ja. Ich ziehe es hier noch rüber ein Stück. Gehe hier noch ums Eck. So. So da. Da ist es mir ein bisschen zu weit nach hinten gekommen. Also hole ich es mit der Pinzette nochmal raus. Deshalb eben am Anfang immer vorsichtig mal anfilzen, dann kann man noch korrigieren. Und ziehe es hier weiter nach vorne. So. Da vorne gehörst du rein. Da vorne gehörst du rein. Kleiner Perspektivenwechsel, um zu schauen, wie es von den anderen Seiten ausschaut. Ob das jetzt so passt, ja. Jo, und was drüber steht. Können wir wieder abschneiden. Und dann ziehe ich es jetzt noch darunter. Das war ein bisschen wenig. Noch ein Stückchen hier unten anlegen. Voilà. Schön reinarbeiten, wenn ich mir sicher bin. Und was drüber steht, kommt wieder weg. Wenn ich drüber fahre, darf sich wirklich nicht lösen. So, das ist die hintere Platte. Halt mal. Gefällt mir. Könnte ich unten auch noch. Auf der Vorlage sehe ich es nicht wirklich so, aber ich, im Gefühl würde ich sagen, oh ja, da gehört unten auch noch ein bisschen was. Ein bisschen was gehört dahin.
Hier nach hier. Mach die Platte einfach plastischer, finde ich. Gefällt mir so. Und wieder abschneiden, was drüber steht, was wir nicht brauchen. So. Mehr gibt's an dem Fuß fast nicht mehr. Doch. Oh doch. Oh doch. Seh da gerade was. Nicht, dass ich das noch vergesse. Hier. Hier hinten. Hier hinten. Vorne sieht man ja nichts, aber hinten. Kante. Hier hinten Kante. Hier hinten Kante. Die werde ich aber wohl. Die werde ich aber von oben ansetzen. Also an der Kante innen oben ansetzen und hier entlang ziehen und von oben reinpieksen. Lass dich da pieksen. Komm. Tut auch gar nicht weh. So. Einfach mal die Position, wie üblich. Vordefinieren, schön an den Rand vorne ziehen. Schön mit der Nadel zurechtschieben, wo man es hinhaben möchte. Und dann reinpieksen. Da bin ich ein bisschen zu tief. Das ist wirklich Fitzelarbeit. So. Position passt. Also schön von oben hier dran filzen. Hier soll sich nichts lösen und ich gehe nochmal von der Seite ein bisschen dran. Um die Kante nochmal zu verstärken. Jetzt löst sich nichts mehr. Sehr gut. Ui, das ist. Da muss ich mich gerade wirklich konzentrieren.
Nochmal von allen Seiten nachkontrollieren. Da können wir noch tiefer. Optisch. Aber jetzt. Jetzt bin ich zufrieden. Dann der zweite. Der zweite Fuß, da fange ich jetzt auch mal außen an. Da sehe ich hier ein bisschen was. Also hier außen ein bisschen was. Hier oben entlang. Und hier innen auch noch ein bisschen was. Das machen wir jetzt. Also hier außen. Von unten bis nicht ganz nach oben. So, wieder zwirbeln, anlegen. Nicht abrauschen, da bleibst du. Die Position vordefinieren. Also bis ungefähr darauf, hätte ich gesagt. Den Rest kann ich schon mal wegschneiden. Nehmen wir dann für den nächsten Strich. Und wenn ich finde, dass die Position passt, hält sich's wieder fest rein. Gleich mal ein bisschen mit dem anderen Fuß. Jo. Schön fest reinfilzen. Rein damit, rein damit. Oh. Drüber fahren, da soll nichts locker sein. Und was noch absteht, schneid mal weg. Dann haben wir gesagt, da oben, hier so drüber. So. So, so. Das nächste Stückchen. Das geht hier über eine kleine Kante, die man da noch gar nicht so gut sieht. Also auch das kann ich jetzt mit dem Strich deutlicher sichtbar machen. Wenn ich es gut mache. So. Dass man hier einfach sieht, ein Strich, der so geht und dann hier abknickt. Und diesen Knick kann ich durch diesen Strich besser zeigen als nur durch die Flächen. Muss nur richtig erwischen. So.
Genau. So, jetzt sieht man hier diesen Knick da drinnen viel besser. Hier schon mal drüber steht, kann ich schon mal abschneiden. Das brauche ich hier nicht mehr. Und dann fällt sich das noch schön fest rein. Den oberen Teil. Sehen, ob man es gut erkennt. Alten Boots mal abschneiden, was noch drüber steht. Und hier kann ich aber nochmal was drauflegen, weil da habe ich es zu tief jetzt reingepiekst. Das ist eben genau das, was ich meine. Dass man es zwar fest anfilzen soll, aber eben aufpassen muss, dass man es dann nicht zu tief reinschiebt. Immer noch mal so ein kleines Stückchen. Die Position kennen wir ja jetzt. Und filzt es nur noch mal da drauf. Schneide wieder ab, was zu viel ist. Aber jetzt kann man den Strich deutlich erkennen. Hoppla. Wirklich halt in alle möglichen Richtungen drehen, damit man sieht, wie das hier von allen Seiten wirkt. Also ich bin zufrieden, man sieht wirklich diesen Knick drin. Und dann haben wir noch innen, hier oben, noch so eine Kleinigkeit. Schauen wir, dass wir die Fußsohlen auch gleich mit aufnehmen. So. Zwirbel, Zwirbel. So viel werden wir gar nicht brauchen, aber das kann man gut halten. Das kann man gut halten. Das lege ich hier an. Und dann eigentlich nur hier oben. Ein kurzer Strich. So, gleichen mit hier. Du hast da schon ein Stückchen noch hängt. Jetzt passt. Vergleichen mit oben, dass das in der gleichen fortlaufenden Flucht liegt. Dieser Strich. Bis ungefähr hierher, hätte ich jetzt mal gesagt. Untere schneide ich ab, das brauche ich hier nicht mehr. Vielleicht dann für unten noch hinten, da werde ich auch noch ein bisschen was ansetzen. Ist das so oder gehört es oben? Ein Stückchen, so ein richtiges kleines Stückchen.
Hörst du da oben noch nach vor? So. Ja. Die Position passt. Jetzt nur wieder aufpassen, dass ich nicht zu tief reinschiebe. Nein, du bist schon wieder. Du bist mir da oben schon wieder zu weit nach hinten. Komm raus da. Das machen wir von vorn. Das wollte nicht so recht. Da hatte ich gerade Knick in der Optik. Also von vorne. So, dann planiere ich mir jetzt auch nochmal die untere Form ein wenig. Und dann probieren wir das nochmal. Hier vorne sollst du anfangen und darunter gehen. Ja, jetzt passt's. Jetzt passt's. Ruhig kritisch sein, wenn man was macht. Es kann nicht immer alles beim ersten Mal funktionieren. Das wäre verdächtig. Ruhig ein bisschen kritisch sein. Nur so verbessert man sich. So. Was drüber steht, wegschneiden. Ja. Ja. So, genau so. So und nicht anders. Guten Morgen, Julie! Grüß dich! Bist du ausgeschlafen? Ich bin hier schon fleißig am kleine, feine Striche setzen. Das ist ein Gefitzel. Das ist ein ordentliches Gefitzel. Und nochmal danke für den Farbtipp gestern. Das ist wirklich auf den Punkt. So, dann noch hier unten. Da ziehe ich es leicht hier über die Kante. Hier ein Stück hinein. Der Seite wieder orientieren und den Strich, den wir da schon haben. Und hier ums Eck ein kleines Stück. Weitem noch nicht ausgeschlafen. Aber danke, dass du trotzdem schon munter bist und schon zumindest mal wach. Und schon bei mir hierherin. Ich sehe das als hohe Ehre an. So. Passt mir jetzt die Position oder muss ich da nochmal was ändern? Nein, das geht schon. Das geht schon. Und auch hier möchte ich halt diesen Knick da noch schön zeigen. Also, dass der Strich da gerade nach oben kommt
Und dann hier abzweigt. Good Vibes am Morgen. Ja, ich hab's geschafft. Yes. Na, es freut mich wirklich. Wenn ich euch den Tag versüßen kann, dann freut mich das wirklich. So, dann schneide ich mal wieder ab, was hier da wegsteht. Das ist mir zu viel Material. Fülle jetzt aber den Rest noch ordentlich rein. Damit sich hier nichts löst. So, okay, da löst sich nichts mehr. Dann einfach das überstehende Material wieder wegschneiden. Es gibt immer so ein paar einzelne Fasern, die nicht so ganz wollen. Aber die müssen ja auch nicht. So, und wenn ich jetzt da drauf schaue und ein bisschen drehe, komme ich zu dem Schluss, dass ich da oben nochmal reinpiekse, aber dann bin ich zufrieden. Jetzt bin ich zufrieden. Und somit sind die Füße abgeschlossen. Zumindest mal in der Vorfertigung. Montieren müssen wir es jetzt natürlich. Du überlegst bei deinem Projekt, wie viel du noch aufbauen sollst. Noch Fach und... Was wird's denn? Weil bis jetzt weiß ich ja noch nicht mal, was es wird. Vielleicht kann heute ich dir mal weiterhelfen. Wer weiß. Gehen wir hier mal auf Größer. Dann kommt der spannende Moment, die Beine hier drauf zu montieren. Auf den runden Körper. Oder Lee. Schauen wir uns die Vorlage mal wieder an. Also hier haben wir Golbit schön von vorne. Und da kommen die Stampfer raus. Das ist, wenn ich die Linie jetzt nach oben verlängere. So neben dem Kopf. Es muss die Bänderung dran vorbeipassen. Was muss noch sein? Und das ist ein schmaler Spalt hier in der Mitte. Von hinten betrachtet. Ja, die Beine kommen wirklich gerade raus. Und direkt drüber liegt die Bänderung. Gehen nur leicht nach vorne. Auf diesem Bild. Und das tun sie bei mir sowieso. Okay. Ein Herz, das man aufhängen kann. Aus den Haaren von Wusi. Das ist ja genial. Und wie stark ist es jetzt schon? Aber rein aus dem Bauch hätte ich gesagt, wenn es schön 3D ist, kommt sicher gut.
Also quasi nicht nur so flach, sondern halt mit Wölbung. Wäre mein Bauchgefühl, ohne das Stück zu sehen. So dann, also wenn die Bänderung so quer drüber geht, dann heißt das hier entlang und hier runter. Dann ist Beinchen hier dran. Und zweites Beinchen hier dran. Ja. Ja. Dann wird's jetzt lustig. Zwei Zentimeter kommt mir jetzt nicht viel vor. 2 Zentimeter ist wirklich nicht viel. Gemessen an Fingern. Da geht noch was. Ich glaube, da geht noch was. Apropos, wenn ich das schon in der Hand habe, sicherheitshalber. Wie lang bin ich da? Da bin ich ungefähr 1,5 Zentimeter, bis ich da vorne bin. 1,5, bis ich da vorne bin vom Kopf bis. Das heißt, wenn ich da unten davon ausgehe, 1,5, ja. Ja, das ist schon die richtige Position. Na gerne. So, das weiße Material habe ich eben auf die Seite gezogen, damit ich jetzt schön rund um dieses Bein, dieses ausgefranste, auf den Körper mal drauffilzen kann. Schön rundherum. Damit fängt es mal an. Ein bisschen heikel am Anfang mit festhalten, damit es mal nicht verrutscht. Und drum rumfilzen. Und dann wirklich dieses Lose um das Beinchen, um dieses Dunkle herum anfilzen. Und hier mal an den Körper dran filzen. Das alleine wäre natürlich noch zu wenig, da hält das nicht. Da wackelt das fröhlich hin und her, aber das ist mal der Anfang. So, weil dann sitzt es zumindest mal und verrutscht nicht mehr von der Position. Dann kann ich das zweite Bein auch anlegen. Auch hier wieder um dieses lose herausschauende schön verteilen hier, schön auseinanderziehen, dass wir rundherum überall ein bisschen Material haben. Habe ich es jetzt hier richtig rum? Ja. Sicherheitshalber nochmal schauen. Nicht, dass ich in meinem Enthusiasmus auf einmal die Beinchen verkehrt rum drauf montiere. Da ist vorne, da ist hinten, weil da geht's Hörnchen nach hinten. Und da haben wir vorne die große Platte und hinten die kleine Platte. Und hier natürlich auch. Da. Hier mal anlegen und schauen. Messen wir da auch sicherheitshalber nochmal nach. Ja, kommt gut hin. Ein Viehzellchen daraus. Jetzt halte ich es hier mal innen fest. Ich ziehe mal diese kürzere Seite außen an. Das geht in dem Fall mit der mittleren Nadel recht gut. Hier vorne. Auch von der Seite schauen, dass wir nicht zu weit vorne oder zu weit hinten sind. Wirklich immer wieder kontrollieren, wo ist man gerade.
Kannst vielleicht doch einen Millimeter irgendwo rein, raus. Oder noch weniger als einen Millimeter. Und dann hier schön dran. Ja. Schaut es da recht gut. Schön nebeneinander. Schön gleichmäßig im Abstand aus. Da kann ich es schön fixieren. Und wirklich bis dicht an das dunkle Bein heran. So, da stehen ein paar Fasern weg. Und Beinchen, die ich noch nicht weggeschnippelt hatte. Die fallen jetzt gegen den hellen Untergrund vom Körper schön auf. Oder. Und damit jetzt die Beine wirklich gut drinnen sitzen und gut halten, wenn ich hier außenrum mal alles gefilzt habe, dann schnappe ich mir die dünne Nadel. Und gehe jetzt durch die Beine selbst in den Körper rein. Aber dazu sollte ich dann wirklich schon die Beine ja, ordentlich und auch gerade hier dran halten. Und dann wirklich durch die Beine oben in den Körper hineinfilzen. Damit wirklich diese festgefilzten Beine, ja, ich verschwinde da gerade wieder aus der Kamera vor lauter Enthusiasmus, hier zum Teil in den Körper hinein gefilzt werden. So. Und das Ganze rundherum. Wirklich schauen, dass sie nicht schräg nach außen schauen, so wie jetzt gerade, sondern dass sie gerade sind. Und hier treibe ich sie am oberen Rand ein Stück in den Körper hinein. Dann merkt man, dann wackelt es nicht mehr ganz so herum. Jetzt mal näher, dann sieht es besser. Also hier noch einfach nur drumherum gefilzt. Das wackelt, da kannst du hin und her bewegen, wie du magst. Und hier natürlich immer noch ein bisschen beweglich. Ich bin jetzt noch nicht ganz komplett drumherum. Aber hier schon ein bisschen oben hineingetrieben. Und schon sitzt es fester. Hier innen habe ich noch nicht. Komm her. Hier innen noch ein wenig. Und hier von vorne auch nochmal. Ja. Sitzt gleich viel stabiler. Und wenn man es jetzt auch direkt vergleicht, hier sitzt jetzt auch höher oben. Also all das, was jetzt hier Unterschied ist, zwischen hier und hier, ist drinnen im Körper. Also zweiter Fuß, gleiches Spielchen. Wieder möglichst gerade halten. Nur schauen, wie ich am schönsten da dran komme. So. Und dann einfach oben am Rand, versuche es mal so zu zeigen, ja, hier oben am Rand, hier, und das geht wunderbar mit der feinen Nadel, den Rand in den Körper rein. So. Und das wirklich schön rundherum.
Schön rundherum. Und nachdem wir das Weiße auf den Körper draufgefilzt haben, bevor wir mit den Farblagen drüber gehen über den Körper, verschwindet das dann unter den Farblagen. Und auch die Farblagen, die wir über den Körper legen, stabilisieren das Ganze nochmal. Weitere Stabilität werden wir sicher auch kriegen durch die Bänderung dann. Also durch diese Bänderung. Dadurch, dass die sich ja ziemlich knapp auch an den Beinen entlang zieht, wenn man sich das so anschaut. Schauen wir, glaube ich. Wird es helfen, dass die Beine nicht mehr nach außen irgendwie wegdriften können, wenn sie denn wollen. Was sie natürlich immer noch könnten, aber nicht sollen. So, sind wir jetzt wieder am gleichen Niveau. Du bist hier noch ein bisschen locker. So, da. Jetzt können wir mal probieren, ob die Beine den Golbit halten. Durch die nur schauen, dass ich nicht durch jetzt diese Striche setze, Aktion unten vielleicht die Fußsohlen ein bisschen zu gewölbt habe. Ja. Ja. Dann muss ich unten noch mal ein bisschen dagegen gehen, dass das unten wieder plan wird. Das mache ich einfach mit der mittleren Nadel. Schau, dass ich da wieder das gleiche Niveau am unteren Ende zusammenbekomme. Ja. So. Muss ich da innen noch mal ein bisschen nachfilzen, weil dadurch löst sich jetzt natürlich wieder ein bisschen was. Und dann wackeln die Füßchen wieder ein bisschen hin und her. So, da. Upsi. Also hier noch mal jetzt rundherum. Gerade bleibst du aber schon. Gerade bleibst du schon, Fussi. So, und du auch. Rein da mit dir. Du sollst da schön halten. Nicht, muss ich mir was anderes überlegen. Irgendeine Lösung finde ich dann schon. Nein, passt. Zum Beweis, er steht. Also, er trägt zumindest schon mal das Gewicht, das ist gut. Und dadurch, dass wir es wieder abgeflacht haben, haben wir da zwei schöne, vor allem auch lange Auflageflächen. Und dann steht er hier.
so wie es gehört. Dann werden wir ihn jetzt mal farblich einpacken. Oder nicht? Mache ich zuerst die Arme. Was ist vernünftiger? Mal wieder denken. Denk, denk, denk. Mal überlegen. Ich könnte auf jeden Fall den Kopf schon mal einpacken. Da ist nicht mehr so viel verhaut. Und beim Körper ist jetzt nur die Überlegung, wenn ich dann die Arme dran setze, ob es nicht leichter ist, zuerst die Arme dran zu setzen und dann erst die Farblagen dran. Glaube, das könnte besser sein. Dann habe ich da mehr Spielraum und kann mich mit den Armen noch schön austoben, kann auch das Gelbe noch mal ein bisschen anpassen, je nachdem, wie ich es brauche. Und setze dann wirklich schön mit Kanten das Farbige drumherum. Zeige euch noch mal die Vorlage. Hier. Hier haben wir dann kantig um die Arme herum die Farblagen. Während der Arm eigentlich drinnen verschwindet, deshalb haben wir auch die Vertiefungen drin. Da kann ich ja für dieses Leuchten noch ein bisschen losere Wolle in Gelb drauf tun. Ich kann auch einen gelben Verlauf noch auf dem Arm ein bisschen machen. Da denkt sie wieder, die Frau. Ja, denken gehört dazu. Planlos einfach drauf lossteuern ist nix. Pläne ändern ist voll okay. Aber zumindest grob immer überlegen, welche Richtung man einschlagen will. Ja, ich komme zu dem Schluss, ich mache erst die Arme, montiere die Arme und mache dann das hier zum Schluss. Okidok. Entscheidung getroffen. Hat ein bisschen gedauert, aber ich glaube, das macht Sinn. Ja, steht. Wunderbar. Stellen wir hin und er steht. Guti, dann werden wir mal überlegen, wie groß die Arme werden. Das sind ja auch, und schon gehe ich wieder zurück zur Vorlage, das sind ja auch wieder Platten. Und zwar eine innen, aus der unten auch noch die Hände rauskommen und eine äußere. Was auch gut. Große Platte, äußere Platte. Große Platte, äußere Platte. Mit der großen werden wir beginnen. Da geht oben der Arm hinein und unten kommt die Hand heraus. Und von der Höhe her. Hier bis hier, hier bis hier, hier bis hier. Man könnte sagen, es fängt an, wo die eine Bänderung oben aufhört und geht bis, wo die untere Bänderung vermutlich oben aufhört. In der Höhe, das was hier kugelfrei ist, ist hier auch äußere Platte, ungefähr um den Dreh. Das bedeutet in unserem konkreten Fall, alles was hier gelb ist, auch wenn das innen nicht ganz so weit runter geht, aber alles was hier gelb ist, von hier bis hier wäre ungefähr unsere Platte, weil ich da ja ausgemessen habe, hier Bänderung, die Bänderung selbst, nochmal so kurz zur Vorlage, nicht, dass ich da jetzt einen Denkfehler mache, das wäre doof. Wenn ich mir die Bänderung hier ansehe, hier Bänderung, dann ist die für mich ungefähr halber Kopf.
Wenn ich von der dicksten Stelle ausgehe, da bis da, da bis da, könnte hinkommen, dickste Stelle, da bis da, da bis da, vielleicht knapp weniger. Das ist in unserem Fall, da bis da, ungefähr das. Das wären so circa, ja, eben wieder diese 1,5, die wir da gemessen haben. 1,5, 1,5, Okay. Und das geht jedes Mal bis ungefähr das Gelbe hier, das eben über die Vertiefung ja noch ein Stückchen hinausgeht. Und dann wären wir da bei ungefähr 4 cm hier. Und ungefähr 4 cm auch auf der Seite. Gut, passt. Merken, 4 cm. 4 cm die dicke Platte. So, die stellen wir mal auf die Seite. Oder stellen wir dich da überhaupt runter? Dann kann ich mich hier richtig schön austoben. Und werde mal rausholen, was nicht reingehört, und werde hier jetzt mal zwei Platten vorbereiten. So, wie viel werden wir denn? Ist recht dick, das Ding. Wann kann ich mich da orientieren? Halbe Bänderung. Von der Stärke her, also 4 lang. 1,5 haben wir gesagt, ist die Bänderung komplett. Und die besteht ja jeweils aus 2. Ja, 2 Bändern. Das wäre dann pro Band ungefähr 7 mm. Noch einen kleinen Spalt dazwischen, ein bisschen Puffer links, rechts. Einmal pro 7 mm. Dann wäre auch das, wenn ich mir das so anschaue und das vergleiche, wäre oben die Platte so ungefähr 7 mm. Unten ist sie dicker, aber wir fangen mal mit dem Niveau 7 mm da oben an. Also 4 cm mal 7 mm. Damit fangen wir mal an. Bringen wir das mal hier. Quetschen wir dich da rein. Lass dich da reinquetschen. Komm, sei lieb. Sei lieb, sonst muss ich wieder improvisieren hier. Habe ich denn da? Habe ich da irgendwas, was ich da, was schwer genug ist, dass ich es oben drauf legen kann? Ansonsten. Du schwer genug? Ja, du bist schwer genug. Ein alter Radiergummi, der ist schwer genug. Dann hält's mir. Aber ich werde trotzdem. Das werde ich nochmal halbieren. Ich werde mich da langsam heranhandeln. So, Wolle mal verteilen. Und dann versuche ich da zwei gleiche Stückchen auseinanderzureißen. Wieder greifen. Ob es einigermaßen parallel, also gleich viel Material auf beiden Seiten da ist. Ende tauschen, nochmal tasten. Man hat ja immer irgendwo so eine dominante Hand. Jo. Jojo, fangen wir mal so an. Gefühl sagt mir, da werden wir noch ein bisschen Material brauchen, aber für den Anfang, irgendwo muss man ja mal anfangen. So,
4 cm hätten wir hier jetzt schon mal annähernd in der Länge. Wenn es ein bisschen drüber schaut, ist das nicht so schlecht, weil wir ja die Ränder auch wieder reinfilzen werden und wir werden was drüber wickeln. Aber für den Anfang kann man damit mal arbeiten. So. Und das habe ich jetzt einfach nur mal zusammengefaltet und filze es mal leicht an. Einfach nur, damit es mal zusammenhält. Mehr ist es jetzt am Anfang nicht, weil wir müssen uns natürlich auch noch die Breite anschauen, wir müssen uns die Form anschauen. Aber zumindest haben wir mal die groben, wirklich grob, also da geht ein bisschen was drüber, da geht ein bisschen was drüber, aber grob unsere 4 cm. Ganz grob. Zweites Stück. Auch da wieder. Irgend so einen kleinen Einschluss finde ich immer noch. Ja, auch da wieder so diese 4 cm ungefähr. Einfach da mal zusammen drehen. Da unten ziehe ich es ein bisschen nach oben. Und filz das auch mal einfach so grob zusammen. So. Viel mehr muss es für den Anfang mal nicht sein. Und dann tasten wir uns heran, wie wir es gerne hätten. Wie die Form verlaufen soll, wie breit sein muss. Und dazu schauen wir noch mal kurz auf die Vorlage. Das ist der linke Arm, weil er schaut in die Richtung. Da ist hinten, da ist vorne. Das ist der linke Arm. Oben ist er etwas schmäler. Mitte breiter, unten geht es wieder ein bisschen zusammen, aber ist trotzdem breiter als oben. Dafür haben wir hier den rechten Arm. Der ist zwar da ein bisschen schräg dargestellt, aber ich glaube, man kann es trotzdem gut erkennen, dass die untere Form ziemlich identisch ist mit der unteren Form hier. Die Platte, die drauf liegt, hat hier wieder so einen kleinen Knick. Dafür hat die andere auf der rechten Seite unten eher einen Knick. Ja, und von der Gesamtbreite, so, wenn hier die Mitte verläuft von der Kugel, dann geht der Arm, ups, gefühlt bis zur Hälfte von der hinteren Hälfte und dann ist noch die da hinten was über. Also das heißt, der Arm wäre dann eine halbe Kugel breit. An der dicksten Stelle. Hat jemand Einwände mit dieser Erkenntnis? Also ich würde sagen, der Arm im Gesamten ist so breit wie die halbe Kugel. Was bedeuten würde, wir messen jetzt mal kurz die Kugel, so wie wir sie jetzt gerade haben. Einfach hier ab. So. Also einfach so, wie sie optisch wirkt. Nicht wie sie wirklich im Umfang da verläuft, sondern einfach wie sie hier optisch wirkt. Dann wären wir hier bei 5,5. Dann wären wir mit Runden und gib ihm bei der Hälfte, die Hälfte von 5 ist 2,5. Nochmal 2 mm dazu. Wären wir bei 2,7. Ungefähr. 2,7, 2,5 sind wir da, 2,7 ist halt
2 mm mehr. Also da wären wir wieder bei diesem gelben. So wie ich es hier angezeichnet habe. 2,7. So, wie breit seid ihr jetzt gerade? 2,5, 2,7. Das wäre hier die Stelle hier. Wäre dann schon das breiteste, wenn ich dich da jetzt dran halte. Dann sage ich mal wieder recht gut erwischt. Mhm, gut. Zur Orientierung 2,7. Also, unsere Maße sind jetzt, du bist auch einverstanden, sehr gut. Unsere Maße sind jetzt 4 cm lang, 7 mm oben dick, das unten schauen wir uns noch an, wie viel es dann da wirklich wird, und was haben wir jetzt gesagt, 2,7 breit an der dicksten Stelle. Ich glaube, damit kann man arbeiten. Oder? Also, da drüben haben wir so eine schöne zusammengefaltete Kante. Da ist es noch recht lose, deshalb werde ich jetzt hier versuchen, diese 2,7. Ja, da bin ich recht gut unterwegs, das passt schon. Hier ein bisschen umlegen noch. Und dann bin ich von der Form her schon dort, wo ich hingehöre. Und filzt das hier einfach mal ein bisschen fester, dann wird es stabiler und diese Form behält dann auch schon eher bei, was wir aus ihr formen wollen. Da zieht sich nicht mehr so viel auseinander oder zusammen. Ja. Im Vergleich zu der, da kann ich noch völlig zack, zack, zack machen. Da kann ich natürlich auch, aber hält schon besser. So, die muss ich noch ein bisschen stärker zusammenfalten. Die ist eindeutig breiter. Bei 2,7 heißt es hier umfalten. Ich kann mich natürlich am anderen jetzt orientieren. Ja. Das gehört da wirklich alles nach hinten. Lege ich mal um. Nach hinten hat sich es einfach jetzt besser biegen lassen. Ich hätte es auch nach vorne biegen können. Ist zu dem Zeitpunkt noch völlig egal. So. Okay. Wo bist du? 2,7. Ungefähr. So. Dann messe ich hier auch gleich nochmal die 4 ab. Klapp hier unten den Rand ein bisschen rein. Und da oben schlackert ja auch noch alles lose herum. Das ist jetzt nicht so viel, das ist nur das kleine Stückchen hier. Das macht nichts, wir sind ja auch noch weit entfernt von den